Scale-Auto, BMW Z4 GT3 im Maßstab 1:24 mit Metallfahrwerk. Heute wieder unser Thema. Hallo Slotblock-Freunde. Wir sind schon im vierten Teil. Im letzten Video habe ich mich vertan. Ich habe praktisch zweimal den zweiten Teil gedreht. Der letzte Teil ist natürlich der dritte und wir sind hier im vierten. Was machen wir heute? Wir bleiben bei den Bordmitteln des Fahrzeugs, also noch kein Leichtbau. Wir gehen kurz in die Boxengasse, werden die Kanten der Hinterräder leicht brechen, um dieses Ruckeln wegzubekommen, und wir werden an der Vorderachse die Kabel anders verlegen. Das ist jetzt auch nicht so messbar bestimmt, ob ich die Kabel jetzt oberhalb der Achse habe oder unterhalb. Eine Optimierung ist es auf jeden Fall, aber ob man es messen kann, ist die andere Seite. Dann habe ich ja die sogenannte Angstkurve. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist genau die Kurve unterhalb der Zeitnahme. Hier versuche ich mal mit einem Trimgewicht bisschen Verbesserung hinzubekommen. Ob es was wird, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus, gehen auf die Clubbahn und ich nehme euch mit. Also viel Spaß mit diesem Video. Wir sind wieder an der Holzbahn der Slot Connection. Ihr seht, der BMW steht schon auf Start-Ziel, beziehungsweise ich war schon 44 Runden unterwegs. Ihr seht es hinten vielleicht auf dem Monitor. Und in diesen 44 Runden, da genauer gesagt in der Runde 24, war die schnellste Rundenzeit eine 6,475. Bedeutet, wir sind noch minimal langsamer als bei der letzten Fahrt im letzten Video. Dort war unsere schnellste Rundenzeit eine 6,33. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal noch ein paar Runden zusammen, locker durch die Gegend, und dann geht's in die Boxengasse. Unterschied zum letzten Mal ist auch noch, dass der Bahnraum sehr viel wärmer ist. Die Heizung ist an, also wir haben mindestens 10 Grad mehr als beim letzten Mal. Wir sind in der Boxengasse und was ich jetzt gemacht habe, habe schon mal das Kabel gelöst. Das war ja mit diesem kleinen Draht hier vorne fixiert. Da möchte ich jetzt mein Gewicht rein platzieren. Jetzt ist die Frage, wo wir dieses Gewicht rein platzieren. Eine Möglichkeit ist natürlich hier vorne auf dem Carbon-Teil. Heißt, wir sind dann mit verbunden mit der Vorderachse und dieses Carbon-Teil ist ja federn gelagert hier in Bezug auf dieses Metallfahrwerk. Somit probieren wir einfach mal, unser Gewicht hier zu platzieren. Also hier jetzt nicht falsch verstehen, für die, die schon viel Erfahrung haben mit dem Scale-Auto, die vielleicht sagen, an der Stelle schön blöd, hier ein Gewicht zu platzieren. Ich möchte einfach in der Videoserie durchexperimentieren, rausfinden, wo die beste Position ist, und vielleicht ist ja das die richtige für meinen Fall. Das werden wir sehen. Was ich dann auch noch machen werde, die Kabel waren bisher oberhalb der Vorderachse, die lege ich jetzt dann noch unterhalb der Vorderachse durch, und wir müssen die Reifen hinten abnehmen. Dort werden wir die Außenkante etwas brechen. Ich habe unser Hinterrad jetzt in der Hoodie, also hier kommt nichts an die Walze ran, der Reifen steht weg. Ich brauche die Maschine nur, um mein Rad anzutreiben, und wir wollen jetzt die Außenkante hier etwas bearbeiten. Ich werde mit 5 Volt auf die Maschine losgehen und dann habe ich hier eine kleine Feile. Das ist hier, ich denke mal, so ein 1000er Schmirgelpapier. Mit dem gehe ich einfach mal von innen nach außen über die Kante drüber und jeweils dreimal pro Rad. Und dann gehen wir wieder zurück auf die Bahn. Und hier auch ganz wenig Druck. Ich möchte jetzt nicht viel wegnehmen von der Kante, sondern nur einfach mal ein bisschen brechen die Kante, um dann zu testen. Hier immer dran denken, lieber erstmal weniger und testen, wenn zu viel weg ist, das bekommt man nicht mehr drauf, aber mehr wegschleifen, das geht immer. Man sieht jetzt, ich bin dreimal drüber, hier ein bisschen was gebrochen, der weiße Staub war jetzt am Finger bzw. hier an der Feile dran, und man sieht hier ein bisschen schwarz, das ist Moosgummi, somit soll es vielleicht schon genügen, wir müssen es einfach ausprobieren. Wir sind soweit dann vorbereitet, hinten schraube ich dann noch drauf, wenn die Karosserie drauf ist, damit ich weiß, wo ich es positionieren muss, das Hinterrad, damit es nicht über die Karosserie rausschaut. Gewicht ist verklebt und die Kabel sind jetzt hier unterhalb geführt. Ich habe die Kabel jetzt einfach mal an der Stelle mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber angeheftet. Man sieht, dass der Leitkiel sich frei bewegen kann, und durch die Kabelführung wird er dann immer schön mittig ausgerichtet. Also das ist auch nochmal eine Verbesserung für die Sache, und was besonders wichtig ist, das Kabel kann nicht von unten
an die Achse kommen, weil es eben unten verklebt ist. Man könnte es auch mit dem Draht festmachen, das wollte ich eigentlich zuerst machen, aber der erste Draht ist runtergefallen und weg und ich habe auch keinen zweiten dabei. Ansonsten hätte ich hier vielleicht mit dem Draht wieder das Kabel fixiert. Wir sind wieder an der Strecke, testen weiter. Was haben unsere Umbaumaßnahmen gebracht? Versuchen wir erstmal hier, ob sich hier was geändert hat. Ich gebe wieder Vollgas von dieser Position aus. Und ihr habt es gesehen, gehört und ich habe es hier letztendlich auch gespürt, es vibriert nichts mehr. Dieses Springen ist weg auf der Bahn, funktioniert einwandfrei. Jetzt ist die Frage, ob da hinten die Kurve auch besser wird. Das kriege ich nur raus, indem ich noch viele Runden fahre. Wichtig jetzt noch an dieser Stelle, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, den man beim Tuning eigentlich nie machen sollte. Es ist kein richtiger Fehler, sondern ja einfach eine falsche Organisation. Ich habe zwei Tuning-Maßnahmen auf einmal gemacht. Ich habe einmal ein Gewicht rein und ich habe die Reifenkanten geändert. Und hier ist jetzt eine Kombination aus zwei Optimierungsmaßnahmen. Wenn man weiß, was rauskommen soll, ist sowas machbar. Aber wenn man einsteigt, macht immer nur eine Maßnahme, dann ist es viel einfacher und ihr könnt dann auch besser beurteilen, was diese eine Maßnahme gebracht hat. Also ich fahre jetzt einfach noch ein paar Runden, versuche hier unter die 6.3 zu kommen. In dem Moment, wo ich sag und drücken will, fliege ich raus. Ich bin einfach mal ruhig und wir drehen gemeinsam ein paar Runden. Also ihr seht, ich habe immer wieder Abflüge jetzt an neuen Stellen. Hier der nächste Abflug, auch wieder untypische Kurve. Heißt, die 5 Gramm Blei machen sich wirklich mehr bemerkbar, als ich gedacht habe. Vor allem nicht jetzt nur positiv, sondern negativ. Da hinten fühlt sich's gut an in der Kurve. Dafür habe ich mir zwei neue Probleme geholt. Von dem her würde ich sagen, wir nehmen das Gewicht dann nochmal raus. Aber jetzt drehen wir einfach nochmal weiter die Runden. Mit der Konstellation bin ich jetzt runtergekommen auf eine 6,41. Wir sind somit immer noch nicht schneller als beim letzten Mal, obwohl wir die Reifenflanken geändert haben. Das Gewicht auf der Vorderachse ist jetzt wieder draußen und somit haben wir jetzt eigentlich nur eine Tuning-Maßnahme. Dieses Kabel verlegen von oben nach unten, das wird keinen Unterschied machen, denke ich, keinen messbaren. Das ist zwar auch ein Faktor, die Kabel liegen jetzt tiefer als vorher, aber ich denke jetzt nicht, dass man das messen kann. Dann schauen wir jetzt einfach mal ein paar lockere Runden, wie es ist mit der Abflug-Eigenschaft hier an den neuen Kurven. Also einmal hier war es ja. Und dann nach Ende statt Ziel. Ich versuche jetzt einfach, mich dran zu gewöhnen, an das Fahrverhalten und die 6.3 zu schlagen. Und schon wieder ist es passiert. Ihr habt gesehen, schon wieder Abflug. Hab die Reifen jetzt mal abgezogen noch und versuche nochmal zu fahren. Vielleicht habe ich auch schon wieder zu viel an der Kante weggenommen, aber ich denke, das ist jetzt wieder nur ungewohnt. Wird einfach nur Zeit, ein bisschen Routine reinzukriegen und das Auto sicher über 100 Runden zu bewegen. So wie es aussieht, habe ich den Grund noch gefunden, warum wir dauernd so komische Abflüge haben. Man sieht hier, dass wir irgendein Problem an der Hinterachse haben. Ich vermute, das Zahnrad hat sich etwas gelockert und wir haben jetzt plötzlich richtig viel Spiel auf der Achse. Das ist mindestens ein Millimeter, ich denke noch viel mehr. Ich richte die Räder jetzt neu aus, schraube das Zahnrad wieder fest, nehme das Spiel hier raus, damit ich keins mehr habe. Die Achse soll natürlich leichtgängig laufen, aber wir brauchen mit den Kugellagern jetzt erstmal nicht so viel Spiel. Und dann testen wir das nochmal aus. Die Hinterachse ist richtig eingestellt. Ihr seht, ich bin in der Runde 109. Ich habe den Rundenrekord mit der 6,33 bisher noch nicht geschlagen. Ich habe viele 6,3er Zeiten, aber zweite Stelle hinterm Komma noch etwas langsamer. 2 Hundertstel so in dem Dreh, oft vorbei, 3 Hundertstel. Aber ich würde trotzdem dieses Setup bevorzugen, wenn jetzt ein Rennen wäre. Warum? Weil dieses Auto einfach besser aus der Kurve rauskommt
und ich diese 6-3er-Zeiten auch immer wieder erreiche. Im letzten Video war das ja einfach unsere Top-Zeit. Die habe ich einmal erreicht und das war's dann. Heute kann ich die auch mit nach etlichen Runden noch erreichen. Somit ist alles gut und wir sind einen Schritt weiter, auch wenn die Rundenzeit nicht das Gegenteil sagt, sondern dass wir da noch die 6,333 aus dem letzten Video stehen haben. Aber wir belassen es jetzt erstmal dabei. Zurück in entspannter Atmosphäre im Studio. So, was hat uns der Testtag gebracht? Zu Anfangs habe ich erst gedacht, unsere Maßnahmen sind zwar schön und gut, aber die Rundenzeit fällt nicht unter die 6,33. War erst ganz am Schluss, dass die noch auf die 6,2 gefallen ist, 6,29. Also von dem her neuer Rundenrekord in der Serie über dieses Auto. Aber es ist eigentlich nicht der Rundenrekord, also diese minimale Zeit, die jetzt das Tolle ist an dem Video, sondern dass ich die 6,3 schön konstant fahren kann. Im letzten Video war ja die 6,3 unsere Topzeit, die habe ich einmal erreicht und gut war's. Heute sind wir wirklich einen Schritt weitergekommen durch dieses Brechen der Kanten an den Hinterrädern. Und ja, Kabel verlegen können wir jetzt dazu zählen. Zählen wir es dazu, wir haben es ja gemacht. Die zwei Maßnahmen haben uns dazu geführt, dass wir die 6,3 konstant um die Bahn fahren können. Diese Sache mit dem Gewicht, das war irgendwie kontraproduktiv, hat nichts genutzt. Ich bin durch diese Angstkurve, also ist mein Name für diese Kurve, die heißt offiziell gar nicht so, hat keinen Namen, aber wir nennen die in der Serie Angstkurve. Ich habe da versucht, einfach durch die Reglereinstellungen weiterzufahren und mich selber zu verbessern. Also da habe ich meinen Zeigefinger praktisch getunt oder den Regler besser gesagt. Also ich habe immer mehr Bremse rein in den Regler, in den Reglereinstellungen. In meinem Fall war das die Lösung, aber das ist was ganz Individuelles. Also Reglereinstellungen weiterzugeben, macht keinen Sinn, das empfindet jeder irgendwo anders. Aber nur, dass ihr es wisst, für mich war die Lösung das Vergrößern des Bremswertes, heißt das Auto rollt weniger aus, bremst viel stärker. Damit konnte ich dann einfach noch besser umgehen, bin aber da auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt mit den Reglereinstellungen. Da ist noch mal ein Testtag angesagt. Ansonsten, das Auto macht nach wie vor riesen Spaß und ihr seht, dass man ohne Tuningteile erstmal verbessern sollte und da immer ganz wichtig, nicht den Fehler machen, den ich jetzt hier praktisch im Video habe, zwei Maßnahmen gleichzeitig, immer erst die Bahn einfahren, dass ihr einen schönen Zustand habt in der Bahn, wenn ihr merkt, jetzt geht es nicht mehr schneller, die Bahn ist sauber, dann eine Tuningmaßnahme zurück auf die Bahn, austesten, habt ihr einen Erfolg, keinen Erfolg, ist es besser, ist es schlechter und so tastet man sich dann nach und nach vor. Also ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können. Wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Es wird natürlich noch weitergehen mit diesem Auto. Kanal abonnieren, dann könnt ihr die Teile nicht verpassen. Viel Spaß beim Slot Racing und bis bald. Euer Roland von slotblog.de. Tschüss.